Und schau mal im Schweinestall vorbei, da habe ich was Kleines hinterlassen. Also keine Hinterlassenschaft, es ist. Nein, nein, Ich hoffe, es despawnt nicht. Nein, es ist noch da. Kuchen? Kuchen gibt's ja gar nicht. Wie heißt denn das? Heißt das Torte? Ich dachte Kuchen, ja. Ich dachte auch Kuchen und ich hätte jetzt gedacht, dass man Kuchen. Ich hätte jetzt gedacht, dass man Kuchen, das Brot, das weiß ich, dass man dann hier irgendwie so und dann noch irgendwie Zucker. Aber ich. Nee, das ist es nicht. Ich kenne das Rezept von Kuchen auch leider gar nicht. Drei Eimer Milch, Ach, weil Milch! zwei Weizen, ein Zucker und ein Das Ei fehlt oder auch zwei noch. Eier Ich oder brauche zwei einmal Zucker. Milch. Das Also ist ja. oben drei Milch, unten drei Weizen, ein Zucker und ein Ei. Nee, zwei Zucker, zwei Ei oder von einem eins, von einem anderen zwei. Wir sind voll der Kochsender gerade. Wir haben auf jeden Fall einen Plan davon. Ja, ich suche jetzt erstmal die Eimer. Ich weiß noch nicht, wo die hingekommen sind. Wahrscheinlich bei Werkzeugen vielleicht? Ja, Werkzeuge, da sind einmal, ich glaube, ein voller und vier Ja, leere. vier leere. Ja. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut. Und dann habe ich hier noch ein bisschen Gedöns, was ich mal wegräumen muss. Was ist passiert? Ja, ich bin gefallen. Ein gefallener Engel. Sozusagen. Okay, also ich stecke meinen Samen in die Kiste. Und dann habe ich die Eier hier auf zwei Slots verteilt. Was ist denn das für ein Schmu? Schmu, Schmu, Schmu. Ich habe hier noch Gammelfleisch. Was immer noch in dieser komischen Bezeichnung Werkstoffe drin ist. Ich weiß keiner warum. Ja, das könnte ja zu Fleisch Mein Hund hat gerichten. die. Ich wollte kein Ei werfen. Ey, du. So, jetzt habe ich aber das Problem, dass ich wahrscheinlich die Kuh komplett aussaugen muss da oben auf der Wiese mit vier Eimern. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Ob die irgendwie so eine Rekonvaleszeit hat. So, jetzt gucke ich in den Schweinestall. Was soll da drin sein? Was ist Weiß denn ich da? nicht. Da ist nichts. Da muss was sein. Nein, Muckefuck. Ach, jetzt hast du da. Warum hast du die nicht zur Kuh gebracht? Ich weiß nicht, ob es die Kühe gibt, deswegen habe ich die Oben auf erstmal dem da Berg. rein. Ach so, okay, ja, dann kann ich die noch umsiedeln. Ja, die ist oben auf dem Berg. Wahrscheinlich hast du sie an der Kuh vorbeigeführt. Diese da einsam oben ihr Dasein fristet. Also, oh, da ist eine Kuh. Nein, nein, geh nicht weg. Folge nicht dem Weizen. So, du kannst ja Seil aus dem Lager holen. Milch, Ach so, Milch, ja, Milch, Milch. das Ich hab kann jetzt man die auch. Kuh hier mal komplett ausgesaugt. Hier seht ihr übrigens unsere Milchkanne. Die hat Luzis Oma bemalt. Ja. Das heißt, der Eimer verwandelt sich beim Melken in eine Milchkanne. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig realistisch, aber hallo, das ist eh Minecraft. Ich finde die Idee eigentlich ganz gut, besser als einfach nur so ein Plumpeimer. Ja, vor allem ist das halt einfach schön, da viel zu früh Verstorbenen so ein kleines Denkmal zu setzen. Ja. Oh, ja. Beileid an der Stelle. Die ist ja schon in den 90ern, ist sie ja schon gestorben, aber halt viel zu früh, weil sie nur ein bisschen über 50 geworden ist, wenn ich das richtig weiß. Also, ich kannte sie natürlich entsprechend nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Ich experimentiere jetzt einfach mal hier mit dem Kuchen rum, aber tatsächlich funktioniert mein Experiment nicht. Warum auch? Ach, guck mal, da ist der Kuchen. Ach, so geht der Kuchen mit Ei und ja, so falsch Was war ich braucht ja man? gar nicht. Zwei Eier oder zwei Zucker? Habe ich jetzt nicht mehr. Ja, okay, ja, eins von beiden. suchen. Ich zeig mir Sachen. Ich guck noch mal. Man braucht zwei Zucker, ein Ei. Ah, okay. Ja. Natürlich, zwei Zucker. Ja, klar. Wobei das wenig ist wirklich mit der Real Life Kuchen. Ne? Ja, das stimmt. Ne? Also ich denke, das ist Ja, stimmt, schon. eigentlich kommt ein Haufen Zucker rein. Ja, ein Kuchen Muss ich schon, aber drüber das nachdenken? Kuchen ist ja auch nicht. Das ist ja nicht das Problematische. Da weiß ja jeder, da ist Zucker drin. Man isst ja auch nicht jeden Tag Kuchen. Also Kuchen ist nicht so schlimm. Aber das eigentlich Schlimme ist halt wirklich diese Massen an Zucker, die so in. Also versteckte Zucker, ne? Die sind halt echt Ja, schlimm. Zucker ist halt ein allgemeiner Geschmacksverstärker. Wenn der hier und da mal drin ist, schmeckt es halt besser. Ja, aber die Mengen sind halt. Und natürlich ist das auch eine gute Arbeit der Zuckerlobby tatsächlich gewesen. Ich muss gerade an Unges Video Milch ist Gift denken, was ja in meinem Fall tatsächlich auch sehr zutreffend ist, weil ich ja eine Milcheiweißunverträglichkeit entwickelt habe. Ups. Der Herr, dürfte ich vielleicht da rein? Ich möchte. Hallo, 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 hallo. Ah, es wird schon wieder so schön hell. Dunkel. Ja. Ja. Es ist.
So, kann ich jetzt noch einen Kuchen backen? Habe ich noch alles für Kuchen da? Weil dann, bald stehen hier überall Kuchen rum. Ja, ich habe jetzt schon Kürbiskuchen verteilt und jetzt wollte ich euch ins Gäste aus dem Kuchen bringen. Da kann man sich dann, wenn man hungert und vorbeikommt, kann man sich einfach ein Stück abnehmen. Ist ja eigentlich ganz cool. Ja. Und ich mag ja Donauwelle sehr. Ich bin ja kein großer Kuchen-Fan, aber wenn ich so eine Donauwelle hier sehe, da werde ich da schon spontan ein wenig angefreut. Gab's hier nicht auch... Doch, hier gab's auch. Ich stelle den einfach auf den Tisch, ne? Da finden keine, aber egal. So, Kuchen für euch. Ich gehe wieder. Ich glaube, ich weiß, auf welchem Tisch. Ja, unten im Esszimmer. Im Gemeinschaftsraum. Ja. War den ganzen Tag Bäume fällen und hab noch keinen Hunger. Ja, das ist, Ja, wir spielen ja auch kreativ. Ach, deswegen kam kein Holz raus. Alles verschwunden. Minecraft hat irgendwie einen Bug. Ich kann das zwar ganz schnell abbauen, aber es kommt kein Holz raus. Aber ich hab's dann trotzdem, ne? Ist ja geil. Wenn ich ins Inventar gehe, kann ich es mir trotzdem nehmen. Ja. Ich stell mal hier das Kuchen. Ach so. Ah, das sieht schick aus. Der Kuchen auf dem Ofen. Cool. Schön. Der Kuchen sieht auch cool aus. Ja, das ist Donauwelle. Ich habe natürlich einen Kuchen genommen, den ich auch selbst essen würde. Das war mir schon wichtig. Klar. Ja. Ich idle hier heute nur rum. Es tut mir leid, aber manchmal muss man auch mal... Das ist halt Survival und manchmal muss man rumidlen. Achso, Ackerbruch, rumidlen. Wo idelst du denn schön rum? Ich bin gerade im Villager-Keller und gucke, ob welche drin sind. Villager, ja, ich glaube, ich weiß, wo das ist. Oder meine zu wissen, wo das ist. Ja. Ich mach hier noch ein bisschen heller, mir war es jetzt so duster. Hier ist auch, na wobei, eigentlich ist es gar nicht so dunkel, ne? Ich bilde mir das mal ein. Nee, ich glaube, das war nur die Höhle unter dem Dorf, oder? In der ich jetzt drinne bin. Ja, ich bin im Villager Keller, ich bin ja nicht in der Villager Cave. Also, das wusste ich natürlich. Ja, natürlich. Aha, ich habe euch getestet, da... Wer ist auch ich? Wo ist denn der Keller? Der Keller ist unterm Bauernhaus einfach. Achso. Da, wo ein Keller halt so ist. Ja, es gibt einige Häuser hier, da wusste ich nicht ganz. Ja. Also es ist ja doch eher klassisch, einen Keller unter einem Gebäude anzuordnen. So, jetzt haben wir hier dieses Kürbisfeld, ne? Und jetzt muss ich mir nochmal... Hier steht wieder ein Kuchen. Ja, das ist meiner. Ich habe mir auch mal selbst einen Kuchen gebacken, nachdem ich Kürbiskuchen für alle hatte, aber für mich nicht. Habe ich mir tatsächlich auch mal einen Kuchen gebacken. Ich dachte mir, machst dir mal eine Freude, mein Freund? Freund. Man muss ja auch gut zu sich selbst sein. Ich habe keine Hacke mehr. Ah, ich habe den Eingang gefunden. Ja, genau, ist der Villager-Keller. Da ist auch noch, da habe ich auch noch einen Pfarrer auf Lager, wie ich gesehen habe gerade. Hier gibt's. Ach so, das ist tatsächlich nur um. Ah, hier ist auch einer. Ja, sag ich ja, ich habe einen Pfarrer auf Lager. Das hab ich nicht. Wo bist du denn? Bist du noch im Keller? Nein, ich bin im Lager. Na gut. Ich mache mir gerade eine Hacke. Ich verabschiede mich mal ganz kurz. Ich bin in ein paar Sekunden wieder da. Was? Ja, jetzt hat er mich einfach so, mir nix, dir nix, schwuppdiwupp allein gelassen. Ja. Ich bin aufs tiefste... Oh, hallo kleiner Mann. Juhu, wo bist du denn hier? Hi. Oh, guck mal, das ist ja auch hübsch mit dem Riesenhund und dem kleinen... Das ist proportionell, geht's gerade gar nicht. So, jetzt gucken wir nochmal. Wir könnten auch... Ach, ich habe ja noch Wasser dabei. Und einmal habe ich jetzt viel zu viele dabei. Das war klar. Wenn wir jetzt hier... Warte mal, hier so, dahin. Nein, da war schon Wasser. Na super. Und keine... Nee, keine... Da ist sie wieder. Die ist aber hier im Bauernhaus Erde. Ich hab ja Bauernhaus im Erde. Ja, ich hab Bauernhaus im Erde, genau. Dann machen wir hier den noch weg. Und ich bin so durchstrukturiert. Holen wir erstmal wieder Erde. Erde. Sonne, Mond und Erde. Alle auf die Pferde. La. Was? Röchel. So, dann tun wir hier. Da komme ich jetzt an die Erde nicht dran. Dann machen wir Erde drüber. Und jetzt. Also mein Wassereimer muss ich ja wieder füllen und die Fähreimer muss ich noch wegbringen. Es tut mir so leid.
Du hast ja keine Ahnung. Und dann machen wir jetzt hier. Ja. Ach so. Zack, zack, zack. Und das hier machen wir gerade hier. Zack. Und dann machen wir. Ja, geht gut. Gut. Geht's gut. So. Und dann können wir ja theoretisch zack. Zack. Und dann können wir hier, dann müssen wir hinten, die müssen wir mal gleich. Zack. Nein, falsch. Dann machen wir hier. Zack. Das war nämlich der eigentliche Plan, den ich mal irgendwann hatte. Und den habe ich dann aber irgendwie total verbröselt. So. Dann kannst du hier den Weg als Irdischen gehen. Und dich mal auch weg. Weg. Und dann da weg. Habe ich ja schon gepflanzt. Man sieht das so schlecht. Irgendwie sehr negativ. Sehr negativ. Es ist sehr interessant, hier zuzuschauen. So, ich wollte mich wieder ankündigen, dass ich wieder da bin. Ja, kam ja. Aber nicht dazu, irgendetwas zu sagen. Ja, ich muss ja dann kompensieren, dass du weg bist. Also, ja, so ist doppelt ja, so viel. Man redet dann also halt okay, einfach ist los. Also ja, okay, ist ja ein Let's Play. Eben, das lebt ja von seiner Moderation. Es war jetzt interessant, hier zuzuschauen. Es war wie so ein der Villager ist wieder da. Der hat mich im Keller schon die ganze Zeit angeschaut. Ja, der mag dich vielleicht. Hallo. Vielleicht möchte er Dinge mit dir tun. Hoffe drauf, dass das nicht das ist, was ich befürchte. Verlasse dann einfach den Server. Verlasse einfach den Keller. Das wäre ein Anfang. Ja, ich gucke hier draußen zu die ganze Zeit. Was? Ich stand die ganze Zeit hier am Tor. Oh mein Gott, wo dieses... Oh, guck mal da hinten, diese Rankenfarm, was die eskaliert ist. Das ist der bemooste Berg. Ja, den... Ja, ja, gibt ja. Es inzwischen eine Geschichte für die verfallene Burg? Oder Nein. Da bin ich mit zu vielen Dingen dran, um im Moment noch zu schreiben. Ich habe ja früher geschrieben viel, aber mittlerweile eher nicht mehr so. Und da komme ich irgendwie gedanklich auch nicht so richtig dran. Aktuell. Also, 1, 2, 3. Falls ihr, liebe Zuschauer, eine Idee habt, gerade du, der das jetzt hört, falls du eine super Idee hast, was denn mit den Ruinen da hinten sein könnte. Achso, genau, deswegen habe ich dich eigentlich gesucht, jetzt bist du schon wieder weg. Ja, nein. Natürlich. Natürlich, ja, ich renne ins Lager. Ich habe hier einen Job zu tun. Ja, 24-7, Vollbeschäftigung. Nein, das nicht, aber es ist ja ein Let's Play und dann hat man auch immer so ein Gefühl, so ein bisschen Druck. Man will ja keinen langweilen. Ne? Also rennt man die ganze Zeit wie ein wilder Lump durch die Gegend. Ich habe das Gefühl, ich wurde beholzt. Ein bisschen, naja. Ja. So, ach, guck mal, da könnte ich eigentlich den Wasser einfach den mir mitnehmen. Den Wassereimer ist für mich super. Ich habe ja immer noch, das nervt mich mit dem falschen Apfel jetzt schon sehr. Aber ja, guter Satz. Den Apfelkorb seht ihr einfach das nächste Mal. Wo haben wir den Zucker eigentlich? Worunter läuft denn Zucker eigentlich? Unter Essen? Werkstoffe oder... Weiß ich nicht. Da haben wir noch Ofen. Zucker ist vielleicht auch mit beim Gemüse und Obst, beim Zuckerrohr, vielleicht auch beim pflanzlichen. Also ich tue es einfach in Essen reinlegen. Ich tue Zucker in Essen, weil es ist halt nicht irgendwie ein Rohzustand. Aber Essen ist es durchaus, auch wenn man es jetzt nicht so direkt mampfen kann. Die Eier kannst du ja auch nicht essen. Die sind ja auch unter Essen. Na gut. Ja, es ist halt so. Ja. Und jetzt habe ich ganz viel Holz und jetzt gehen wir an die Palisade. Da freut ihr euch doch sicherlich. Schreibt mal yay in die Kommentare. Nein, Quatsch, bitte keine. Doch, wobei Interaktion ist wichtig, dann wird das Video höher gewichtet. Man muss ja auch sehen, wo man bleibt. Ah, so. Da habe ich zwei Erde und die passen hier nirgends hin. Doch, da. Das tut mir leid. Vielleicht müssen wir die Palisade allgemein ein bisschen weniger hochbauen, als ich das geplant hatte, weil es einfach schade aussieht, wenn die zu hoch ist. Man könnte die ja abwechselnd immer ein höher, ein tiefer setzen. Ja, nein, dass da Zinnen und so reinkommen, das ist klar. Ich mache im Moment also, hier nur eine... Das ist wirklich nur der Grundbau. Das ist ganz einfach nur erstmal, dass man so ungefähr eine Vorstellung hat, dass man anfangen kann zu arbeiten oder auch ein Konzept entwickeln kann. Da bin ich nämlich gedanklich noch gar nicht dran. Weil ich mich da jetzt erstmal nur mit diesem Einzeichnen und einer Arbeitsmasse schaffen, sage ich mal, oder wie ich das nennen soll. Eine Rohmaske. Ja, genau. Also einfach so, dass man dann
Dinge auch so einschätzen kann, wie sich das in den Lernstoff einfügt, was man tun muss, wie hoch sie sein sollte, was gut aussieht, was nicht. Das ist ja so ein bisschen Try and Error. Ja. Also, das ist ja nicht, dass man da das Patentrezept für Palisaden hätte. Also ich zumindest. Ich habe ja jetzt auch noch nicht so viele Palisaden gebaut, mal vor vielen Jahren in Limes. Aber das ist halt auch schon tatsächlich 2015 gewesen, dass ich da mal wirklich eine Holzpalisade gezogen habe. Ist schon wieder eine Ecke her, ne? Ist schon ein Augenblick. Jetzt ist 2018, Wahnsinn, ne? Und wir werden ja jetzt auch am 9.5., ich weiß gar nicht, wann dieses Video läuft, aber es müsste davor noch laufen, am 9.5. wird der Kanal ja auch schon 3 Jahre alt. Krass. Ja, ja. Wahnsinn, ne? Das heißt... Ja, ja. Wobei das Ostern jetzt wieder ein bisschen frustriert. Okay, erzähl erstmal du. Ja, nö, ich hätte jetzt nicht so viel zu sagen. Doch, natürlich. Mucki. Ich überlege nur gerade, seit wann ich euch kenne. Mich würde es nicht wundern, wenn du schon bei Kumpels Spielzimmer das erste Mal vorbeigeschaut das hast. Aber habe ich tatsächlich mochtest. Schon mal gesehen, aber ja, damals ja, ja. Hat es mich, um ehrlich zu sein, noch nicht so gerissen. Da Wir sind ja auch besser geworden. Tatsächlich, das stimmt. Tatsächlich, das ist aber jetzt nicht, weil wir so selbstverliebt sind, sondern tatsächlich, es ist auch der Prozess. Also wenn man nicht besser wird, das wäre ein Trauerspiel. Wenn man da verharrt, wo man angefangen hat, ist natürlich armselig. Man muss es schon weiterentwickeln. Wobei man sagen muss, das ist natürlich mit der Zeit dann auch, irgendwann geht die Weiterentwicklung nur noch auf... Ja klar, irgendwann ist man an einem Bereich oder an einem Punkt, da... ist es schwer, sich noch irgendwie weiter zu verbessern. Nee, irgendwann geht's ins Geld. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ja, oder das. Ne, also das ist ein Problem. Aber irgendwann... ich meine jetzt vom eigenen Können her. Ja, von dem, was man durch Leistung, durch Machen erreichen kann. Ja, also ich stelle fest, man kann immer noch sich weiterentwickeln und kann Sachen lernen. Und ich bin da also auch immer ständig dran und suche neue Techniken zu lernen. Für die Videobearbeitung hauptsächlich halt natürlich. Unser Thema hat sich ja so ein bisschen weggeschoben von diesem ganzen Minecraft-Bauen im Kreativ stundenlang hin zu mehr Videos. Und Muckefuck, friss ihn, los. Kannst du mal von der Ecke runtergehen, dankeschön. Also das hat sich natürlich auch thematisch so ein bisschen verschoben. Das muss man auch sagen. Weil man auch irgendwann die Zeit nicht mehr hatte. Jetzt höre ich aber ein wirkliches Lecker. Da kommt er schon. Hallo? Na komm, stirbt. Ciao. Ciao. Der Speer ist ja auch cool. Das ist das Steinschwert. Ne? So, da komme ich jetzt hier aber ganz gut auch rüber. Achtung, Geronimo! Das sind so geniale Ideen dabei, wie das Steinschwert halt aus der Stein... Der Speer... als Steinschwert. Das ja, ich fand es nie zuvor irgendwo gesehen. Ich fand's halt unrealistisch mit einem Steinschwert, ehrlich gesagt. Die wohnen hier wirklich in dieser Türenhütte, ist ja geil. Guck, das ist voller Villager, die Türenhütte. Ich hab nicht gedacht, dass das funktioniert. Es war nur ein Versuch. Wie so ein Bushäuschen. Und sie quetschen sich da drin rum. Oh, das ist eine Massentoilette.